Wenn Stefan Latz dieser Tage sein E-Mail-Postfach öffnet, quillt es regelmäßig über. Der Leiter der Abteilung Datenschutz beim TÜV in Darmstadt kann sich vor Anfragen derzeit kaum retten. Und alle haben das gleiche Thema, die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung. Latz sagte dazu am Dienstag: Die Unsicherheit bei den kleinen und mittleren Unternehmen liegt, sag ich mal, bei, wenn man es in Prozent ausdrücken will, bei 95%. Die Situation ist so, dass keiner dieses Werk versteht. Natürlich alle zu spät sich mit der Materie auseinandergesetzt haben, aber das trifft nicht den Einzelnen, das trifft alle, das trifft ganz Europa, das muss man einfach fairerweise so sagen. Bereits seit dem Frühjahr 2016 ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung verabschiedet. Am Freitag läuft eine Übergangsphase aus, in der die Aufsichtsbehörden den Unternehmen und Behörden in Deutschland Zeit gegeben hatten, sich auf das neue Recht einzustellen. Die Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Andrea Vosshoff von der CDU, sagte am Dienstag in Berlin, die neue Datenschutzgrundverordnung sei ein Meilenstein des europäischen Datenschutzes. Das wird das Datenschutzrecht im 21. Jahrhundert an die Realität, an die digitale Welt ein Stück weit mehr angepasst und gibt bessere Antworten und auf die Fragen der Globalisierung und der datenschutzrechtlichen Herausforderungen. Ich darf nochmals betonen an der Stelle, dass Datenschutzrecht auch Grundrechtsschutz ist und demzufolge die Datenschutzgrundverordnung versucht, diesem Anspruch gerecht zu werden. Erstmals kommen laut Vosshoff rund 500 Millionen EU-Bürger in den Genuss eines einheitlich geregelten Datenschutzes. Klagen von Unternehmensführungen, die Datenschutzgrundverordnung sei ein Wirtschaftshemmnis, wies Vosshoff zurück. Die Grundverordnung bringe allen Beteiligten mehr Rechtssicherheit.